Das Oberlandesgericht in Koblenz hat am Mittwoch ein ehemaliges Mitglied des Sicherheitsdienstes des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad wegen Beihilfe zur Folter von Zivilisten zu 4,5 Jahren Haft verurteilt. Seit Beginn des Bürgerkriegs vor 10 Jahren ist es das erste Mal, dass ein derartiges Urteil gegen einen Mitarbeiter des syrischen Staatsapparats gefällt wurde. Laut Gericht soll Eyad A. im Jahr 2011 zu Beginn des Konflikts in Syrien mindestens 30 regierungsfeindliche Demonstranten verhaftet und in eine Einrichtung des Geheimdienstes geschickt haben. Eyad A. soll laut Urteil gewusst haben, dass die Demonstranten dort gefoltert werden würden. Es ist ein historischer Schritt für uns Syrer und für Gerechtigkeit im Allgemeinen, sagte der Menschenrechtsanwalt Anwar al-Buni nach der Verkündung. Es zeigt, dass auch diejenigen, die dabei helfen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen, keine Straffreiheit haben. Das Urteil gibt den 800.000 Syrern in Deutschland Hoffnung, die sagen, sie seien in staatlichen Einrichtungen gefoltert worden. Auch die Open Society Foundation, die syrische Bürger vertritt, wertete das Urteil als einen wichtigen Schritt, um zu zeigen, dass die syrische Regierung systematisch Folter gegen Zivilisten angewandt hat. Die Anwälte des Angeklagten Eyad A. hatten einen Freispruch gefordert und behauptet, er habe die Verhaftungen in und um Damaskus unter Zwang durch seine Vorgesetzten durchgeführt. Eyad A. hatte das Gericht gebeten, ihn als Zeugen in weiteren juristischen Bemühungen gegen die syrische Regierung zu berücksichtigen.